Ja, Gesellschafter und Gesellschaft. Es gibt immer wieder so Leistungsbeziehungen, die ineinander greifen und wo es aber auch Probleme geben kann. Und zwar Probleme wie zum Beispiel zu hoch und zu niedrig. Und das kann dann zur Folge haben, sogenannte verdeckte Gewinnausschüttungen. Übrigens, einer der Betriebsprüfungsschwerpunkte schlechthin sind diese Verträge zwischen Gesellschaft und Gesellschafter. Was sind da so für Probleme, die auftreten können und welche paar Tipps kann ich dir hier auf die Schnelle mitgeben? Erstens mal, ganz wichtig, angemessene Vergütung und angemessene Konditionen, die müssen vereinbart werden. Zweitens an dieser Stelle, eine sogenannte zivilrechtliche Wirksamkeit dieser Verträge. Dann eine klare und natürlich eindeutige Formulierung, keine verklausulierten Verträge, damit du wirklich hier natürlich auch tatsächlich diese auch durchführen kannst. Dementsprechend auch tatsächlich Durchführung und natürlich hier an dieser Stelle auch alles muss im Vorhinein für die Zukunft geschlossen werden. Also nichts irgendwas in die Vergangenheit beschließen, sondern alles in die Zukunft.